Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel, dessen Namen ich nicht nennen kann. Stardew Valley. Was? Sagt alle Hallo. 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 Wir sind zurück. Wir sind die Klatschis. Die Platsche jetzt. Also ich glaube, bei dir hat man vielleicht als Kind einmal zu stark drauf geplatscht. Hallo? Oh nein, das falsche Werkzeug. So, diesen kleinen Baum jetzt hier, den werde ich einfach umbringen. So, also, wir haben uns auf jeden Fall überlegt, wir wollen schon mal so grob die Struktur des Hofes machen. Wir werden, wenn die erste Ernte um ist, hier schon mal 4 kleine Parzellen machen und auf jeder Parzelle dann eine eigene Frucht ausbringen. Wenn man das so sagen kann. Und aber jetzt müssen wir erstmal ein paar andere Sachen machen. Zum Beispiel mal das Crafting-Menü zeigen. Wir können natürlich aus den ganzen Ressourcen ohne zerbrochene CD. Das ist ja toll, Groda. Ja, Wahnsinn, oder? Dass du da alles rausholst. Der Hammer. Guck mal, Plastikmüll hier auch schon in den kleinen Teichen in Stardew Valley. Das ist überall ein Thema. Ja. Ganz schlimm. Scheiße, mein Verschmutzer! Genau. Also, das Crafting-Menü, ich zeig's einmal kurz. Wir können Sachen selber herstellen. Dazu gehen wir hier in die Herstellung. Und ich habe jetzt leider nicht so viele Ressourcen. Vielleicht kann der Groda das ja parallel aufmachen und mal zeigen, dass da noch wesentlich mehr normalerweise zu sehen ist. Wobei, das sind, glaube ich, die ersten Sachen für die weiteren. Das sind die ersten Sachen. Die weiteren, die musst du dann halt erlernen. Alles klar, okay. Dazu. Gut. Also, immer nach und nach lernst du was dazu. Also, ja, du hast halt so eine Grundausstattung. Alles klar, also wir können hier zum Beispiel einen Holzzaun bauen, ein Tor, eine Kiste, eine Fackel, Holzpfade, Schotterpfade, Lagerfeuer und diverse Schilde aus Stein und Holz. Das sind die Sachen, die wir... Was sind denn das immer für Geräusche? Welche Geräusche? Das Pup-Pup, das ist dann, wenn irgendeiner... Nee, so ein komisches Geheul irgendwie. Ach, das kommt immer, wenn es regnet. Okay. Ja, das ist ein bisschen gruselig, aber irgendwie schon, ja. Die Community ist da auch so ein bisschen verwirrt, was das Ganze soll, aber der Entwickler äußert sich dazu nicht. Äußert sich nicht, okay. Nein. Das ist ja spannend. Kann man das rausfinden noch oder ist das tatsächlich ein Rätsel? Das ist, soweit ich weiß, noch ein Rätsel. Okay. Tja, wer weiß, vielleicht sind wir ja die Ersten, die das Ganze ergründen. So, gehe ich hin? Das geht. Denn bei dir ab? Klung, klung, klung. Ja, er baut einen Zaun. Geile Sounds, ehrlich. Ich mag die Sounds jetzt schon. Mm, die sind toll, ne? So. Was gut ist, ich bin Kilometer weit weg, ich höre es trotzdem noch genauso laut. Bum, bum, bum. Eine Frage, wenn ich jetzt was abbaue, ne? Wenn ich angenommen, ich habe einen Zaun falsch gesetzt, kriege ich dann die Ressourcen wieder oder ist das dann hinüber? Ich glaube, das ist hinüber. Also wenn du den sofort wieder abbaust, dann könnte es sein, dass du die Ressourcen nochmal bekommst. Ich versuch's mal. Ja. Oh, ich krieg sogar den Zaun wieder. Ja. Ja, das ist ja hervorragend. Gut, okay. Dann nur schon mal so als Idee. Und jetzt müssen wir nur warten, dass alles wächst. Wir haben ja 272 Gold. Ich gehe jetzt auch mal in die Stadt und hol mal noch ein paar Samen. Denn umso mehr Samen wir haben, umso schneller wächst auch unser Einkommen. Ja, wir haben ja momentan nur 272 Gold, also das ist jetzt, wie gesagt, am Anfang dauert's. Das ist nicht viel, also wenn du dann später die, wie heißt denn hier, die Zimmermanns-Tante findest, die will richtig Schotter haben für die Ausbauten. Und das ist nicht wenig, also, finde ich. So, jetzt bin ich hier gerade am Brett. Mittwochs ist natürlich Ruhetag, der Laden hat zu. Aber am schwarzen Brett ist eine Aushilfe gesucht. Suche nach einem Freund, der mir Höhlenkarotte bringt. Sam. 75 Gold bei Lieferung. Eine Höhlenkarotte haben wir nicht, ne? Du musst in eine Höhle gehen und eine Karotte holen, dann hast du einen. Ja, dann mach das doch mal. Nee, ich habe keine Waffe. Ich glaube, das ist noch mit einem Event verbunden, was wir noch nicht erlebt haben. Ah, gut, okay. Dann sollten wir vielleicht einmal die Nacht überspringen. Und vielleicht sind dann ja schon die ersten Samen erntereif. Oh, jetzt kann man hier gar nicht mehr langlaufen. Das ist natürlich doof. Ja, du musst ja auch hier durchlaufen. Hm? Du musst auch hier nachher durch, ja. Hm.
Ja, wenn du einen Zaun machst, kannst du natürlich nicht durch den Dings, da musst du doch. Nee, gehört in die blaue Hütte. Keine Ahnung. Da, wo die zwei Fackeln vorstehen? Nee, hier ganz rechts. Du kannst auch hierher. Das ist meine, glaube ich. Hier, doch, hast du gesehen? Ja, ja, habe ich gesehen, dass man einmal um den See dann muss. Okay. Ja, sollen wir vielleicht mal eben kurz die Nacht überspringen? Nein. Ja, wäre eine Idee. Nein, ich bin noch nicht müde. Ich habe noch, hab noch Energie und sammle noch Ingredienz hier. Ja, ich bin auch noch ein bisschen am Fallen. Gut, dann werde ich einfach auch mal noch ein paar Teile sammeln hier. Denn Zäune und Wege, da müssen wir noch ein bisschen weiter bauen. Na, hat der geschmeckt, der Fisch? Klar! Lecker, schön vergammelter Fisch. Oh, der gibt da richtig viel Energie. Nicht. Ich hab den Fisch drauf. Oder wenn du noch Platz in der Tasche hast, hier liegt noch Kohle. Oh geil. Meine Tasche ist leider voll. Ich nehme schon mal ins Bett. Kohle nehme ich. Wie steht ihr denn hier zur Abholzung? Ich finde ja, dass wir die grünen Flächen, vor allem im Hinblick darauf, dass man da sowieso nicht anbauen kann, ja eigentlich die Bäume stehen lassen könnten, oder? Ja. So kann man die da nicht wieder neu pflanzen, wenn du jetzt quasi Baumdings hast? Ja, das weiß ich nicht. Ob man Bäume dann auf dem Grünen wieder neu pflanzen kann. Weiß ich auch nicht. Das ist ja irgendwie unmöglich. Ich habe noch ein paar wilde Samen gefunden. Wilde? Wie machen wir das mit denen? Was sind wilde? Was kommt denn dabei rum? Verschiedene Blumen oder. Ja, das sind die, die man auch in der Wildnis finden kann. Ja, sollten wir dafür ein eigenes Feld machen? Ja, alles drin halt, ne? So schön. Das sind jetzt 18 Stück. Aber wie gesagt, wir warten ja eigentlich im Prinzip bis wir hier den Weg. Dann wird das geteilt. Oder ja, dann lass uns doch hier ein Feld nehmen. Hier auf der linken Seite ist doch das Gewächshaus. Oder das später mal Gewächshaus. Hier dieses kaputte Gebäude. Du Spoilers. Stimmt, nicht Spoiler. Was ist mit dir? Jetzt weiß ich ja schon alles, Boy. Jetzt hab ich keine Lust mehr. Oh, ich hab was gefunden. Jetzt will ich nicht mehr spielen. Eine Geode. Ui, ich hab eine Geode gefunden. Die örtliche. Ja, das kannst du. Der örtliche Schmied kann sie aufbrechen. Ja. Und dann kommt Erz raus. In der Kiste. Also wenn du dann zum Schmied gehst, kannst du die ja einfach dann mitnehmen. Kostet okay. Aber dann, ne? Also dann musst du dann halt eben, der will dafür Kohle sehen. Ja. Ach du schon. Ja. Total knallhart, der Typ. Tja, Geschenk gibt hier nichts, ne? Gibt's hier nichts. Ihr habt da hier wirklich alles weggeholzt. Was ist mit euch? Ja, es ist so dunkel. Ja toll, jetzt komme ich nicht mehr in mein Haus. Warum nicht? Wo ist um den See? Muss um den See rumlaufen. Ja, vielleicht sollten wir das Feld ein bisschen kleiner machen dann, weil. Ja, die Ecke da ja, eben. Ja, alles gut. Das geht schon. So, ich bin jetzt langsam erschöpft. Also jetzt könnten wir, glaube ich, mal so langsam die Nacht überspringen. Kann mich schon kaum noch fortbewegen hier. Ja, das sieht man. Ja, ein Augenblick wieder. Geht, ich bin vielleicht dann soweit. Was ist denn hier? Ah, eine Eichelsaat. Jetzt versuche ich die mal hier an die Holzhütte zu setzen. Einfach nur mal um zu gucken, ob das geht. Ja, das geht. Wir können also die grüne Fläche zumindest mit Bäumen neu besäen. Leute, es ist 12 und ihr müsst jetzt langsam ins Bettchen. Warum müssen? Ist das so? Ja, das. Ja. Sonst kippt ihr um oder irgendwie sowas. Ja, genau. Oh. Echt? Mhm. Ja, deswegen ist die Zahl auch rot. Warum habt ihr eigentlich schon alle Fackeln vor der Tür, nur ich nicht? Ja, weil wir die gebaut haben. Waiting for other players. Ist das gemütlich hier mit dem Holzfeuer. Mit dem Holzfeuer, ja, mit dem Kamin. Sehr schön. Level up! Machst du sonst aus Steine irgendwie Feuer? Ich hab Sammelstufe 1 bekommen. Plus 1 Axt-Effektivität. Das ist ein Feldsnack. Ja, das ist irgend so ein Corny-Riegel oder so. Alles klar. Day 3. So, ein bisschen Geld haben wir ja gemacht. Ich hab okay gedrückt. Ich auch. Ja, und ich bin schon wieder rausgeflogen. Oh, haben wir das jetzt immer, wenn wir den Tag beenden? Das war beim ersten Tag noch nicht so, ne? Nee. Nein. Ein bisschen unglücklich. Dann machen wir auch hier nochmal eine kurze Pause. Bis gleich. So, der nächste Tag.
Der nächste Absturz. Da sind wir wieder. Ja, wegen deiner Wildsamen, Teelicht. Wie wäre es, wenn wir die hier oben erstmal einsetzen? Hier hinter meiner Hütte? Oder wo? Ach, nee, das bist du ja gar nicht. Nee, ich bin der Typ. Ich bin Wir bärtigen hier. Also, ich bin der hübsche Typ. Der Typ mit dem Totenkopf auf dem Shirt, das bin ich. Also, hier so, dachte ich vielleicht. Dann haben wir das so ein bisschen von den anderen entfernt. Und hier wissen wir eh noch nicht, was wir machen. Dass wir die erst einmal wachsen lassen, oder? Ja, finde ich gut. Ja. Dann. Schmetterling, tötet ihn. Oh, ich krieg das schon noch hin. Also was sagte ich, wir hatten 18 Samen. Ich geh nochmal gucken. 18 Stück, jawohl. So, dann müsste das ja reichen. Ich setze mal ein, ja? Genau. Man sieht jetzt schon, dass die Samen alle eine unterschiedliche Form haben. Mhm. Das waren sie? Ja. Sehr schön. Wir werden auch heute wahrscheinlich noch ein paar finden. Dann können wir die einfach dazusetzen. Genau. So, und hier sieht es ja auch schon gut aus. Wann sieht man denn, wann die Ernte reif sind? Ich glaube, dann kriegt man so ein kleines Fältchen zum Ernten, ne? So ein Symbol, ne? Mhm. Die hier brauchen also noch einen Tag, nehme ich an, ne? Ja. Gut. Jetzt ist nicht mehr Mittwoch, jetzt gehe ich tatsächlich nochmal los und kaufe dann noch ein paar Samen. Wir müssen ja auf die Jahreszeiten achten. Es gibt ja für jede Jahreszeit unterschiedliche Samen, richtig? Echt? Ja, es gibt verschiedene Früchte, die zu verschiedenen Jahreszeiten wachsen. Okay. Aber da steht immer dabei, zu welcher Jahreszeit. Und oben rechts unter deinem, naja, hier, da wo die Zeit angezeigt ist und so weiter, da steht dann auch welche Zeit. Also vorne ist jetzt gerade Sonne, also Sommer, dann ungefähr. Okay. Wow, der Blumenkohl, der braucht ja tatsächlich auch 12 Tage, mein lieber Mann. Tulpenzwiebel, Grünkohlsaat. 6 Tage. Hm. Gibt es denn wenigstens Kohle ordentlich, wenn wir die hier verdicken? Da ja, das gibt. Also je länger die Dinger wachsen, desto mehr hast du dann nachher auch Gewinn raus. Okay. Ich glaube, ich kaufe einfach mal Grünkohl. Bäh. Boah, finde ich auch total ekelhaft. Ja, wer will schon Grünkohle? Widerlich. Ja, aber der braucht nur 6 Tage zum Wachsen. Der kostet 70 Gold. Und ich glaube, der bringt auch im Verkauf dann ordentlich was, oder? Also, weil die Pastinake, die kostet ja nur 20 Gold und wächst in 4 Tagen. Der Blumenkohl braucht 12 Tage, kostet 80 Gold. Kartoffel braucht auch 6 Tage, kostet 50 Gold. Man kann aber bei der Ernte mehrere Kartoffeln auf einmal bringen, okay. Ich versuche das jetzt einfach mal. Oh Mann, unser Geld ist weg. Ja. Schön. Das ist weg. Und das ist weg. Kohle. Ja, nu, aber es geht ja nicht anders. Wir müssen ja. Ach, hier, da sind noch ein paar Leute. Ich werde die mal ansprechen. Wer ist das denn? Louis. Ich bin fest alleine. Kann man das eigentlich nachlesen, wie lange die Dinger hier wachsen hier auf dem Feld? Kann man das irgendwie. Oder ist das irgendwie, wenn die fertig sind, sind die halt fertig? Fertig sind sie fertig. Also, okay. Du weißt es ja erst. Du weißt es ja eigentlich vorher. Ja, das ist das, was ich vorhin gefragt habe. Man kriegt dann, wenn man über die Pflanze fährt, so ein kleines Symbol, dass die Ernte reif ist. Und dann kann man die ernten. So. Ja. Ja. Was möchtest du uns mitteilen? Ich überlege gerade, wo ich die einsetze. Ich werde die jetzt... Also dieses Feld bleibt ja so. Bis auf der mittlere Pfad, der kommt weg. Das heißt, hier kann ich sie ja durchaus noch setzen. So, ist das noch gar nicht bewässert hier? Nee, heute ist noch nichts bewässert. Und es hat noch niemand bewässert. 4 Leute und keine bewässert die Pflanzen.
Wollte gerade sagen, was ist denn hier los? Aber Hauptsache, ihr baut euch schon mal schöne Fackeln und hast du nicht gesehen? Aber ihr habt da wirklich alles abgeholzt. Hier ist da nichts mehr, was man hier wegmachen kann. Ja, dann geh raus in den Wald und holz da weiter. Wenn du Holz hacken willst, dann kannst du hier nochmal südlich gehen, da ist auch jede Menge Baum. Und eigene Steine haben für Kohle. Baumland. Für Kohle, aber irgendwie ist ja hier alles weg. Was seid ihr für Geier? Voll. Helf mal beim Bewässern. Das ist aber nett. Ja. Ich komme mir hier auch wirklich vor wie Sisyphus, ja. Das Feld ist riesengroß, die Gießkanne ist winzig klein. Du kannst später, wenn du im Level aufsteigst, dann kannst du drei Felder gleichzeitig bewässern. Ja, später. Ja, das ist echt ein Segen dann. Dem Hain, dem Herrn geht's zu lang. Aber ich muss sagen, der Multiplayer macht echt Bock. Ist es auf jeden Fall ein Fortschritt zu sehen, recht schnell. Für das hier hätte man im Singleplayer sicherlich ein paar Tage mehr gebraucht. Ja, du hättest aber auch für das Bewässern brauchst du ewig. Ja. Ja. Am Anfang, weil du halt eben jede blöde Pflanze einzeln bewässern musst. Ja. Also alles, was ich so finde an Mats, hau ich immer in die Truhe rein, ne? Also. Jo. Ich habe jetzt noch zwei wilde Samen gefunden, die lege ich jetzt einfach mal dazu, wenn das okay ist. Wieso machst du so hässliche Dinge? Einfach nur so, einfach mal zeigen hier, was hast du denn gegen den Holzweg, hör mal. Ja, total hübsch. Ja gut, das ist aber auch leider nicht wahrscheinlich, ne? Ich bin erschöpft. Ja, dann musst du was trinken oder was anderes. Nee, was essen. Oder so. Kann ich denn irgendwie essen können, oder? Ja, kann man, aber du kannst zum Teil auch so wilde Sachen essen, die du findest. Also wild wachsend. Frage. Was ist mit dem Harz? Das Harz brauchst du, um die Fackeln zu machen. Alles klar. Das heißt, ja. Aufbewahren. Du brauchst ein Holz und zwei Harz für eine Fackel. Also so viele Fackeln brauchen wir nicht, wie wir Harz finden. Das kann man auch ganz gut zu Geld machen. Okay, gut. Ich will Fackeln. Dann mach dir welche. Du brauchst ja. Ein bisschen Holz und ein bisschen Harz. Das kann doch jeder. Was geht denn hier jetzt ab? Was war das für ein Zaun? Hast du jetzt echt die ganze Holzwiege abgerissen? Ja. Na gut. Hab ich. Ey, sag mal, dann gib mir das wieder. Kannst du einfach das ganze Holz abreißen, was ich da gerade hingebaut habe und dann behalten? Ja, gib ich dir gleich. Hier. Gib ihm. Ich glaube, es geht los. Ey. Ich baue da den Holzweg hin, die Planken mühsam ausgeschnitten, alle einzeln handgeschnitzt und geschliffen, den halben Tag lang. Wer hat denn das hässliche Ding hier gebaut? Ey, sag mal, was... Weg! Weg! Bruder! Ich will Füße weg! Ich hab hier einen, was kann ich denn hier mit? Ach guck mal, kann ich einen Baum einpflanzen. Warum willst du denn gleich schon alles aus Stein mauern? Das ist doch... Ja, weil das schöner ist. So. Ihr seid doch fertig, ey. Dein blöder Steinweg. Kannst das Holz behalten? Ich hab mir einfach einen Stein getauscht. So, aber jetzt mal ohne Witz, die Steinwege sehen natürlich schöner aus, da stimme ich dir ja zu. Sollen wir denn dann auf den Feldern Holzwege bauen, weil es authentischer ist, oder wollt ihr da dann auch Steinwege bauen? Ich hoffe, dass man später noch schönere... Was? Teelicht ist 10.000 Schritte gegangen? Wow, das ist ja nicht schlecht, das ist ja wie ein Fitness-Tracker. Groda auch! Jo, ihr seid doch richtig fit. Nicht schlecht, warte, ich laufe auch, ich bin gleich bei 20.000. Schenkel aus Stahl. Ich kann von rechts laufen. Okay, wird dunkel. Was haltet ihr von Schlafen? Ich lieg schon drin. Und verabschieden. Liebe Leute. Dauerhaft energielos. Dauerhaft Energie, ja, das kenne ich aus dem echten Leben. Ah, okay. Okay, also, ich würde sagen, guter Zeitpunkt, die Folge zu beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen.
Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Obwohl, den Tagesabschluss, den kann man besser noch machen eben, oder? Weil sonst... nach 9 Minuten die Folge beenden? Ja, denkt dran, dass wir gerade die Unterbrechung hatten und wir jetzt eigentlich schon bei über 20 sind. Ja, ja. Ja, wenn du das sagst. Ja, da habe ich schon drauf geachtet, hör mal. Profi, ne? Ja, das hätte ich ja vorhin hören müssen. Ja, ja. Okay, bis zum nächsten Mal. Genau, also, schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Ciao.